Wir machen einen Cheesecake in der Mikrowelle. Erstmal die Kekse schreddern. Die brauchen wir gleich für den Boden. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Das sind nicht mal ordentlich zerschreddert. Ab in die Schüssel, die Butter dazu. Und dann müssen wir das Ganze ordentlich vermengen. Damit haben wir auch schon alles für den Boden. So, da haben wir den Grill, den Ring rein. Das wird ein runder Kuchen. Schön festdrücken. So, und hier nochmal ein bisschen. Ja, ab in die Mikrowelle. 900 Watt, 6 Minuten. Deckel drauf. Und in der Zeit machen wir schon mal das Topping fertig. Dann mixen wir Zucker, Vanillezucker, Schmand, Ei, Zitrone, alles was wir brauchen, wird vermixt für die Creme. Ja, und das sieht sehr lecker aus. Ich habe das so mal probiert, das schmeckt auch so sehr, sehr gut wie Buttermilk Fresh Eis. Kennt ihr das? Hat das schon mal jemand gegessen? Kennt das jemand noch? So, das gebe ich oben drauf. Auf den Boden, auf den fertig gebackenen Boden. Passt ganz genau. Ah, sehr gut. Schick sieht's aus. Und so sieht's fertig aus. Lecker, lecker, lecker.